Also meine Geschichte möchte ich einem Mithäftling von Auschwitz widmen, der wahrscheinlich mir mein Leben gerettet hat. Als ich nach Auschwitz kam, mussten wir alle schwer arbeiten. Und ich lernte einen Deutschen aus Breslau kennen, der Arbeitsdienst in Auschwitz war. Arbeitsdienst heißt, er teilte ein, wo 20.000 Häftlinge zu arbeiten haben. Und gab mir, wie in meinem Film erwähnt, dieses Kommando Hundepfleger und sagte, wenn du Mut hast, dann musst du das machen. Also wir waren so ein bisschen befreundet und Werner erzählte mir eine Geschichte, dass er versucht hat, zwei jungen Jüdinnen aus Breslau mit seiner Frau zusammen, die Jüdin war, zur Flucht zu verhelfen und ist dabei von der Gestapo alle vier erwischt worden und alle vier sind nach Auschwitz gekommen. Seine Frau wurde in Auschwitz sofort vergast. Er war Deutscher und ist leben geblieben. Er ist auch der einzige Deutsche, den ich kenne, der überhaupt jemals aus Auschwitz entlassen wurde. Er wurde entlassen in die sogenannte Division Dirlewanger, das war eine SS-Strafbataillon und hat den Krieg überlebt. Und ich habe eine kleine DVD gemacht und da kommt drin vor die Geschichte mit Herrn Krumme, dass er mir also das Leben gerettet hat, indem er mir dieses Kommando gab. Nun gibt es eine Dame aus London, die ein Buch geschrieben hat, das in letzter Zeit sehr populär ist. Das ist Frau Lasker Wallfisch, die mit ihrer Schwester zusammen in der Band in Birkenau gespielt hat. Und diese Dame war vor ein paar Wochen in Berlin und hat ihr Buch vorgestellt. Und die erwähnt auch Werner Krumme. Und dadurch sind wir beide in Kontakt gekommen und ich habe sie angerufen in London und sage, wie ist das eigentlich mit Werner Krumme? Und da sagt sie, ja, Werner Krumme und seine Frau haben mir und meiner Schwester versucht zu helfen, nach Frankreich zu kommen, über irgendwelche Gastarbeiter, die in Breslau waren. Und dabei sind wir alle vier verhaftet worden. Das, soweit wusste ich das. Und dass seine Frau in Auschwitz sofort vergast wurde, wusste ich auch. Und dann gab sie mir eine Adresse in München und sagte, aber er hat jetzt nach dem Krieg geheiratet und da lebt seine Tochter. Also ich habe die Tochter angerufen und was ich also noch nie gesehen habe, die Tochter schickte mir, Entschuldigung, die Tochter schickte mir also ein paar Dokumente, unter anderem also die Frau, die vergast wurde, was ich auch noch nie gesehen habe, eine Todesurkunde von Auschwitz. Und das ist ganz interessant, da steht drin, die Ruth Sarah Krumme, geborene Haas, evangelisch, früher mosaisch, Breslau sowieso, 25. Februar 1943, ist gestorben um 11.15 Uhr Auschwitz-Kasernenstraße. Auschwitz-Kasernenstraße gab es gar nicht. Das war eine Adresse, wo man dann wahrscheinlich hundert oder tausende von Sterbeurkunden ausgefüllt hat. Und außerdem etwas, was ich auch noch nie gesehen habe, ein Entlassungsschein von Auschwitz über den Werner Krumme, dass der entlassen wird aus Auschwitz zur Division Dirlewanger. Und das muss ich sagen, nach fast 65 Jahren hat mich doch das sehr, sehr ergriffen, diese Dokumente aus Auschwitz zu haben und vor allen Dingen sehr gefreut, dass er überlebt hat. Inzwischen ist er tot. Und diesem Mann verdanke ich also quasi mein Leben. Und ich finde, man sollte so einen Mann, der ist also in Yad Vashem geehrt worden und hat
irgendeinen hohen deutschen Orden bekommen, weil er nicht nur mich, sondern viele versucht hat, in Auschwitz zu retten.